Wir sind zu unserem Speakers Corner mal wieder zu Gast bei Udo Scholz und seiner Familie hier in Friedelsheim in der Weinstube Hartblick. Und ich freue mich sehr, dass ein Mann bei uns heute zu Gast ist, der auch schon auf der Bank saß bei den Mannheimer Adlern, aber davor und auch danach die Jungadler betreut. Hallo Helmut Raaf. Helmut, am Ende der Saison wird Dave King gehen. Ein bisschen provokative Frage an dich. Nochmal für dich vielleicht, wo du sagst, ich melde mich hier zu Wort. Oder kommt das gar nicht mehr in Frage, Helmut? Ich habe die Erfahrung machen dürfen vor 5 Jahren, es war eine schöne Zeit und dabei soll es eigentlich auch bleiben. Also du hast keine Ambition weder in Mannheim noch sonst irgendwo oder gilt vielleicht, man soll nie sagen, nie sagen. Ja, das ist, also man, ich glaube, in keinem Beruf darf man nie sagen. Momentan fühle ich mich ganz glücklich mit meiner Aufgabe, die ich hier habe und also auch das Umfeld und die Altersklasse, das passt mir sehr gut und macht mir viel Spaß und da sehe ich momentan keinen Grund, das zu verändern. Und erfolgreich seid ihr ja ohnehin. Lass uns ein bisschen über den bundesdeutschen Nachwuchs sprechen. Wir haben ja gerade eine Meisterschaft erlebt, in der die deutsche Junior-Nationalmannschaft wieder mal abgestiegen ist. Es ist quasi eine Fahrstuhlmannschaft. Mal geht's rauf, dann geht's wieder runter. Du hast dich da auch deutlich zu Wort gemeldet, als dieser Abstieg besiegelt war. Was sind denn die Probleme des deutschen Nachwuchs, dass man international fast nie das wirkliche Top-Niveau erreicht? Das ist natürlich etwas, man muss etwas weiter ausholen. Wir haben sicherlich in den letzten Jahren, eben auch aufgrund der DNL, es geschafft, bis zu dem Bereich U18 Anschluss zu finden. Man sieht es an den Maßnahmen, U18-Bereich, bei den Weltmeisterschaften auch. Die Mannschaft, die vorher auch eine Fahrstuhlmannschaft war, hat sich da etabliert. Im letzten Jahr sogar ein 5. Platz. Das ist eigentlich fürs deutsche Eishockey schon, in die ersten 6 zu stoßen, schon etwas Besonderes. Da sind wir irgendwo gefestigt, wobei es nicht heißt, dass man da nicht absteigen kann. Sieht man immer mal auch, die Tschechen sind vor ein paar Jahren da abgestiegen. Aber da haben wir ja den Anschluss geschafft. Wo unsere Problematik liegt, liegt eigentlich im Alter danach, U19, U20. Und das ist genau der Schnitt, wenn es in Deutschland eben vom Nachwuchsbereich in den Seniorbereich geht, wo die Spieler eigentlich nicht mehr die Förderung bekommen und auch nicht diese Möglichkeiten erhalten, sich um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist diese Schnittstelle Jungadler raus und dann geht es in die zweite Liga, in die erste Liga. Nur hat man ja aber eigentlich auf dem Papier zumindest ein vernünftiges System. Man gute Jungadler wandern oft genug direkt nach Heilbronn ins Farmteam, in Anführungszeichen, um dort dann eventuell die Entwicklung durchzulaufen. Das ist aber halt auch nicht überall so, oder Helmut? Erstmal ist das nicht überall so. Das ist sicherlich, viele sitzen irgendwo auf der Bank, warten auf ihre Chancen. Und gerade in diesem Alter ist das Wichtigste einmal, dass man viel spielt, dass man die Erfahrung sammelt, weiterkommt und eben, dass auch der Trainingsbetrieb stimmt. Und das ist auch ein großes Problem in Deutschland, weil wir haben natürlich mit einer ersten, zweiten und der dritten Liga 3 Profiligen, wo eigentlich, ja, ich würde sagen, ich nicht, vielleicht provokativ, etwas die älteren Herren mehr das Sagen haben als die Jungen. Die Ligen sind alle im Durchschnitt und die Mannschaften eigentlich relativ alt. Und es wird sich nach denen orientiert. Wir haben jetzt Beispiele in unserem Bereich, wir sind ja im U18-Bereich, die Spieler trainieren 18 bis 20 Stunden pro Woche. Kommen Sie in den Profibereich, wo Sie eigentlich dann eigentlich was zulegen müssten, fällt der Trainingsbetrieb runter auf 4 bis 6 Stunden. Und da sieht man eigentlich davor schon, eins der großen Nachteile des deutschen Eishockeys besteht oder eben auch vieler anderer kleinerer Nationen. Und eben der Spielbetrieb als solches, zweite Liga oder DL, ist sicherlich gerade für uns jetzt mit Heilbronn schon eine sehr, sehr gute Lösung. Aber das Paket als solches, um die Spieler wirklich schnellstmöglich weiterzubringen, ist halt nicht komplett und bei anderen fehlt es ganz. Ist da dann auch ein bisschen Kritik an den Vereinen bei, insofern als man sagen müsste, wenn die nur eine Stunde, das ist ja so im Regelfall die Zeit, eine Stunde 15 im Profibereich in der DEL trainiert wird, dass man da noch zusätzliche Trainingsstunden anbieten sollte? Ist das die Forderung ein bisschen von ja, das auch, ist der Wunsch? Ja, die zusätzlichen Einheiten sind sicherlich etwas, aber im Endeffekt geht es eigentlich um die Mannschaften. Natürlich orientiert man sich, ob es jetzt bei Mannheim ist oder bei anderen Vereinen, immer an den Leistungsträgern. Das muss man ganz klar, weil das sind eigentlich die entscheidenden Spieler, die eben auch dementsprechend viele Zeiten auf dem Eis oder viele Situationen haben mit Überzahl, Unterzahl, an denen sie spielen. Das ist ganz normal. Die Jungen gehen eins verloren, weil es halt zu wenig sind. Und das bei anderen Vereinen ist noch extremer. Dann wird dann teilweise mit 2 oder 3 Blöcken gespielt, wo dann noch weniger Zeit verbracht wird. Zusätzliches Training ist gut, aber eigentlich müsste das Mannschaftstraining mehr sein. Wenn man in anderen Nationen, als jetzt in Großnationen, ob Schweden oder Finnland ist, da trainieren auch diese Profimannschaften, weil das Durchschnittsalter bei 23, 24 liegt, natürlich auch dann eben ihre 10, 12, 14 Stunden plus die Spiele. Und dann natürlich profitieren die Jungen vor allem von. Wobei wir natürlich in der DEL auch eine hohe Anzahl an Spielen insgesamt haben, wenn man momentan auf die Lage guckt, wo die Adler und andere Mannschaften natürlich auch alle 2 Tage spielen. Es ist ja keine neue Forderung, dass man sagt, die Spiele müssen ein bisschen runtergehen. Es sind zu viele Spiele in der DEL. Hängt ja alles irgendwo zusammen. Siehst du es auch so? Das ist sicherlich jetzt zur momentanen Phase, ist da nicht viel möglich, wenn man jeden zweiten Tag spielt. Aber es gibt eben auch Phasen, wo dieser normale Rhythmus ist, Freitag, Sonntag, wo man mehr machen könnte. Aber es geht eben darum, die Mannschaften, wenn sie jünger wären, würden sie eigentlich automatisch mehr trainieren. Und da die Mannschaften und gerade die Leistungsträger ja doch
bei vielen schon etwas älter sind, ohne jetzt das irgendwie negativ darzustellen, eben automatisch das Training reduziert wird. Es gibt ja Vereine, wenn wir jetzt gerade mal unseren Fußballverein von Hoffenheim nehmen, wo ja auch sehr individuell trainiert wird. Da geht ja eine Tendenz im Fußball auch hin, dass man teilweise dann wirklich Spieler auch einzeln individuell ausbildet. Das findet, soweit ich es weiß, im Profibetrieb gar nicht statt, oder? Ja, wir machen es im Nachwuchsbereich, Nachwuchs. Aber es ist eigentlich der Start und das müsste eigentlich auch weitergehen. Man braucht dieses Mannschaftstraining sicherlich als Grundstock, aber eben jeder Spieler hat andere Stärken, andere Schwächen. Und man sieht ja auch dann heutzutage, auch im Fußballbereich, das ist ja eigentlich mal so etwas der Vorreiter, gerade in Deutschland, dass man eben dann mit 6, 7 Trainern auf dem Eis ist. Auf dem Eis, beim Fußball eben auf dem Fußballfeld ist, um eben sehr individuell zu arbeiten. Und das ist eigentlich auch der Weg der Zukunft. Wobei ich kann es ja durchaus nachvollziehen, dass es Mannschaften gibt, du sagst es ja selbst, die teilweise nur mit 3 Sturmreihen spielen. Da setzt man als Trainer logischerweise seine besten Spieler ein. Das hast du zu deiner Zeit ja auch gemacht. Ich glaube, dem Bremer kann man gar keinen Vorwurf machen dann, oder? Ja, ich meine, das ist immer ein Zusammenspiel eigentlich zwischen Verein und Trainer. Es geht eigentlich darum, was möchte der Verein und wie weit blickt man in die Zukunft? Blicke ich nur auf das nächste Spiel, werde ich dürfte ich nie junge Spieler einsetzen. Denke ich aber schon an eine Saison, kann ich sehen, was die mir helfen können. Denke ich noch weiter, habe ich ein Konzept, das über 3, 4, 5 Jahre läuft, ist es eigentlich Pflicht, junge Leute einzubauen. Die großen Nationen im Eishockey machen es uns vor. In Deutschland ist es natürlich immer etwas schwieriger, weil wir halt noch nicht diese große Masse an guten Nachwuchsspielern haben. Aber der Weg ist vorgegeben und wir sollten uns daran orientieren. Das Eishockey ist ja nicht die einzige Sportart, in der Handball als Beispiel hat Heiner Brandt die gleichen Sorgen, weil er sagt, da spielen fast nur noch die Ausländer in den ersten 6, die auf dem der Feld stehen. Auch bei uns gibt es ja immer wieder Forderungen, reduziert die Zahl der Ausländer. Nun haben wir es ein bisschen nach unten gedrückt. Weit genug oder würdest du sagen, den kann man noch ein bisschen reduzieren? Es kommt auf die Anzahl der Mannschaften an. Momentan haben wir 16 Mannschaften in der DEL. Ich glaube, mit dieser Anzahl, wenn man die Ausländer reduziert auf 8, kommt man sicherlich auch noch gut zurecht. Weil man merkt ja auch die Qualität der Ausländer, die jetzt vor 7, 8 Jahren noch sehr, sehr hoch waren, wird immer schwieriger, gute Spieler nach Deutschland zu bekommen. Das hatten viele Gründe. Die NHL mit ihren 30 Clubs, gibt es einige Clubs mehr als in der Vergangenheit. Die europäischen Ligen, ob es jetzt gerade in Russland ist oder auch in Skandinavien, sind attraktiver als die Deutschen, das muss man sehen, einmal finanziell und andererseits sportlich, sodass man eigentlich wenige Spieler, gute Spieler nach Deutschland bekommt. Und warum sollte man Durchschnittsspieler aus dem Ausland nehmen? Die haben wir alle mal und das können die Jungen sicherlich auch. Das ist ja sicherlich auch ein Vorwurf, gerade in dieser Saison. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du gesehen hast in der deutschen Eishockey-Liga. Insgesamt, das sage nicht nur ich, das sagen viele, viele andere auch, ist das Niveau für mich zumindest dramatisch nach unten gegangen. Würdest du das bestätigen können? Ja, was mir eigentlich fehlt bei den Spielen, was vorher etwas anderes, eben auch die Intensität. Das Niveau sicherlich auch, weil diese Einzelspieler, die jetzt so Hingucker sind, wo man sieht, das werden weniger und weniger. Und die Intensität der Spiele geht nach unten. Wir sehen sehr viele Spiele im Ausland, sind eben auch in Finnland und Schweden und sehen, mit welcher Intensität da gespielt wird. Und das ist in Deutschland, also die ganze Liga, sehr rückläufig. Blick mal ein bisschen auf deine Mannschaft. Ich habe vor kurzem einen Zitat von dir gelesen, wo du gesagt hast, wir gehen zu selten an unsere Leistungsgrenze, weil wir zu selten auch wirklich gefordert werden, um an diese Leistungsgrenze zu gehen. Ist das so in der deutschen Nachwuchsliga? Ja, wir haben auch da sicher in den letzten Jahren, was wir geschaffen haben. Der Unterschied zwischen dem ersten und letzten ist nicht mehr so wie früher. In den ersten Jahren war es dann so, wenn man gegen die letzten 2 Mannschaften gespielt hat, ja, dann musste man sich schon sehr, ich sage, sehr dumm anstellen, um das Spiel zu verlieren. Das ist nicht mehr der Fall. Man muss auch konzentriert gegen dieses spielen. Aber was uns fehlt, ist eigentlich die Leistungsdichte. Die ist, also gerade in der Spitze wird weniger. Wir haben also weniger Mannschaften, die wirklich top spielen. Wir haben in diesem Jahr sicherlich die Spitze mit neben uns mit Landshut und mit Köln. Köln schwächelt momentan ein bisschen, etwas abgefallen, aber das sind dann schon andere Spiele. Und von da an geht ein breites Mittelfeld, wo wir sagen, mehr Masse haben als Klasse. Und das merken natürlich die Spieler innerhalb kürzester Zeit. Meistens noch eher als jeder Zuschauer, als jeder Trainer, dass man merkt, hopp, wir sind einen Schritt schneller oder die fallen um und ich komme hier leicht vorbei. Und schon geht die Konzentration etwas nach unten. Ist das, weil du das Thema Masse und Klasse ansprichst, je mehr Masse ich habe insgesamt an Eishockeyspielenden, Kindern, Nachwuchsleuten, desto mehr Klasse kommt am Ende in der Spitze. Warum haben wir einfach zu wenige, die Eishockey spielen in diesem Land, dass es am Ende an der Spitze so wenige dann auch gibt? Ja, es gibt immer 2 Möglichkeiten. Man hat so Länder wie Kanada, wo über 500.000 Eishockeyspieler, registrierte Eishockeyspieler sind. Da hat man sicherlich allein über die Masse kommt irgendwo eine Klasse raus. Das ist eigentlich, glaube ich, selbstverständlich. Die Problematik, die in Deutschland und fast allen europäischen Ländern der Fall ist, ist eigentlich, man hat nicht so viele Spieler. Das heißt, wir müssen sie besser ausbilden. Wir müssen viel mehr investieren in einen Spieler als in diesen großen Nationen, USA, Kanada, Russland, wo man eigentlich über die Masse die Klasse rauskommt. Wir müssen uns um jeden einzelnen Spieler kümmern. Deshalb ist es umso wichtiger, eine Förderung zu haben,
die vielleicht schon mit 10, 11 Jahren beginnt und eben bis 2021 gehen muss. Und wenn wir da ein, zwei Jahre nur versäumen oder der eine oder andere durchs Netz fällt, das tut uns wirklich weh. Ich sehe ja häufig, auch wenn ich unter der Woche da bin, da sind dann auch Schulkinder, die morgens trainieren, auch von euch teilweise dann mit betreut. Kannst du ein bisschen erklären, wie ihr rangeht, um Kinder auch zu bekommen, dann längerfristig über den MERC bis letztendlich hoffentlich zu den Jungadlern? Ja, wir machen seit jetzt 5 Jahren ein Schulprogramm. Wir haben begonnen vor einigen Jahren, dass wir den Sportunterricht in den Schulen übernommen haben, weil wir schnell gemerkt haben, gerade in Grundschulen, es gibt wenige ausgebildete Sportlehrer und der Sportunterricht in allen Schulen so etwas ein Stiefkind ist. Und da ja dieser Freizeitsport, das Spielen auf der Straße auch rückläufig ist, merkten wir, dass die Kinder weniger und weniger Bewegung haben und weniger Voraussetzungen bringen, gerade für Eishockey, was doch sehr viel koordinative Fähigkeiten voraussetzt. Man muss auf Schlittschuhen stehen, man muss das lernen, man muss mit Schlägern umgehen, die weit weg sind vom Körper, das ist schon eine große Herausforderung. Und da haben wir eben begonnen, diesen Sportunterricht 14-tägig hier in Mannheim in insgesamt 17 Grundschulen durchzuführen. Haben jetzt vor 2 Jahren zusätzlich, bieten wir dazu an, Schlittschuhlaufunterricht, wo wir die Kinder mit den Kindern aufs Eis gehen am Vormittag, sie im Schlittschuhlaufen unterrichten. Weil wir wollen natürlich 2 Dinge. Einmal, dass wir die Kinder bewegen, weil wir suchen nicht nur aus, sondern es sind die ganzen Klassen, ob es Jungs oder Mädchen sind. Aber wir wollen natürlich auch die Kinder begeistern fürs Eishockey, heranführen und dass der Spaß da ist, ja, bei Mannheim RC oder einem anderen Club der Region beizutreten und Eishockey zu spielen. Du hast mal, beim letzten Mal, als wir uns hier getroffen haben, ich glaube, es liegt 2 oder 3 Jahre zurück, da hast du damals gesagt, das ist auch ein Thema, das natürlich alle Eishockey-Fans in Mannheim beschäftigt, dass zu dem Zeitpunkt damals knapp, ich glaube, 22 oder 23 ehemalige Jungadler in der DEL spielen, aber davon damals keiner. Heute sind es, glaube ich, jetzt 2 mit dem Frank Mauer und mit dem Fischer zusammen. Das höre ich immer wieder, diesen Vorwurf. Die Frage wird sicherlich auch oft an dich herangetragen. Warum sind es letztendlich so wenige, die dann gerade in Mannheim sind? Woanders spielen ja doch häufig welche. Ja, das hat natürlich mehr Grund. Wir haben noch einen dritten, das ist der Danny aus dem Birkenfelder, der von uns kommt. Ja, okay, den soll ich nicht vergessen, der eben auch seit vielen Jahren dabei ist. Es ist natürlich auch so, in Mannheim muss man ja auch sehen, da spielen auch deutsche Nationalspieler in der 3. und 4. Reihe. Das kommt hinzu, allgemein durch die Leistungsklasse ist es natürlich sehr viel schwieriger heranzukommen, also reinzukommen in diese Mannschaft. Das ist sicherlich einer der Gründe. Ein zweiter Grund ist, dass manche eben nicht die Geduld haben, dass wir eigentlich gesetzt haben, eben auf die Länge der Ausbildung. Dass wir sagen, wir gehen den Weg über Heilbronn, das kann noch 2 oder 3 Jahre dauern, und dass der eine oder andere nach 1 oder 2 Jahren die Geduld verliert, weil er Angebote hatte von anderen, um da zu spielen. In anderen Mannschaften da schon mehr Möglichkeiten oder früher Möglichkeiten bestanden. Und drittens war es auch so, dass diese jungen Spieler nicht diesen Stellenwert hatten in der Vergangenheit wie andere Spieler. Man hat jetzt eigentlich ein schönes Beispiel, ist Frank Mauer, der die Saison begonnen hat, wo man ihm das Vertrauen gab, eben diese Leistung bringt, eben auch nicht einsetzt, so in der 4. Reihe nur, um zu spielen, sondern ihm wirklich 2 gute Mitspieler gibt. Und man sieht eigentlich, er kann das zurückgeben und hat, glaube ich, eine sehr gute Saison gespielt. Und wir hoffen eigentlich alle, dass das so ein Türöffner ist für alle, die nach ihm kommen. Aber tut es dir nicht manchmal weh, Helmut, wenn du siehst, du bildest aus und die Spieler schießen dann nicht für Mannheim, sondern gegen Mannheim die Tore? Du bist ja nur auch schon ein paar Jahre in der Quadratestadt und bist ja, glaube ich, doch schon ein bisschen Mannheim dir ans Herz gewachsen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Yes. Wir haben andersherum, vielleicht ist es ganz schön für uns zu sehen, dass sie irgendwo anders spielen. Und für uns ist ein schönes Erlebnis, wenn wir jedes Wochenende ein Spiel haben und ein Spieler kommt mit einer anderen Mannschaft. Unsere Kabine ist direkt neben der Gästekabine und wir bekommen Besuch, ob es jetzt von Frankfurt ist oder Hamburg. Irgendwo spielen überall Spieler von uns. Wir haben den Kontakt und alle kommen gerne zurück. Und das ist eigentlich für uns auch eine Bestätigung unserer Arbeit. Natürlich würden wir sie lieber sehen, wenn wir sie in Mannheim sehen, weil dann sehen wir sie täglich und nicht nur 2 oder 3 Mal im Jahr. Wenn eine Saison normal läuft, dann wird im Fußball der FC Bayern Meister. Wenn eine Saison normal läuft in der deutschen Nachwuchsliga, dann werden die Mannheimer Adler Meister. Ihr habt so viele Titel gewonnen, so viele Spiele in den letzten Jahren. Kann Siegen langweilig sein, Helmut? Nein, eigentlich nicht. Es ist immer sehr viel Arbeit dahinter, auch in der Mannschaft. Bei uns, altersbedingt, beginnen wir eigentlich jedes Jahr wieder von Neuem. Wir verlieren etwa 1/3 der Spieler altersmäßig, fallen sie raus. Und so geht es immer wieder von Neuem los. Eine große Herausforderung für alle. Und ja, ich meine, Siegen macht immer mehr Spaß als verlieren. Dann hoffe ich, dass noch viele Siege folgen werden als Trainer. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Schön, dass du so erfolgreich mit jungen Nachwuchs-Eishockeyspielern arbeitest. Vielen Dank. Soweit also auch unser Speakers Corner. Wir waren wieder einmal zu Gast bei Udo Scholz und seiner Familie in Friedelsheim in der Weitschnur bei Hartbleck.